Jo, da sind wir wieder. Und was wir in dieser Session nicht schon alles geschafft haben. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ja, aber bin ich so größenwahnsinnig? Hallo. Er hat noch 21 Schuss. Das fette Monster, das ich da hinten gesehen habe, hat eigentlich keine Bewaffnung mehr. Sollte. Eigentlich. Nels draufgehen können wir ja nicht, oder? Oh, schön, er hat wieder Bewaffnung. Okay, das funktioniert also nicht. Hey, was ist los, Mann? Pfeile sind mal voll für den Arsch. Jetzt dreht die Sau sich weg. Thank you.
krieg den Tod. Ich eigentlich gerade Punkte verteilen? Ich würde gerne. Ich würde gerne. Was würde ich denn gerne? Das muss ich lernen. Sonst komme ich nie mit meinen Ressourcen klar. Okay. Der prügelt sich also gerade. Mit wem ist mir eigentlich relativ egal. Ohne Scheiß kein Holz mehr. Wollingen. Nein, nicht drehen. Das war's. Hui! Das war mein erster Donnerkiefer. Dinger sind ja geil. Ich bin nicht gestorben, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Das wird gehen. Im Gegensatz zu den Kaja-Soldaten, die gefallen sind wie die Fliegen. Jetzt bin ich dran. Läuft bei mir. Boah, Leute. Ich bin immer noch hier.
Wo wollte ich eigentlich hin? Keine Ahnung, da Lagerfeuer. Die Rache einer Tochter ist am nächsten. Ach ja, das muss ich auch noch abschließen. Und vielleicht aktivieren. Boah, wie viel Beute spuckt denn der aus? Oh, der zuckt noch. Das hält sich. Ach ne, da waren Speerkämpfer, von dem ich jetzt nicht weiß, was ich genommen habe. Na, ist hier einer, der Stress will? Nützlich für eine alte Rezeptur. Da geht was. Ich hätte mich gar nicht so lange mit dem beschäftigen müssen. There is the fire. And there is Neil. Hat dir auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an. In der Stille. Ein Ruf zu den Waffen. Ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Carter? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Ich denke, es ist ein Gefängnis, aber... Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis. Südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich. In der heißen, dunklen Steinzelle. Konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten... Kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben.
Ich glaube, wir werden ihn noch ein paar Mal sehen. Wir sind schon wieder auf halbem Weg zu Level 27. Dann suchen wir mal nach dem Töchterchen. Mit der fetten Wumme im Gepäck. Oh, toter Wächter. Eigentlich sind die doch nur Kugelfutter. Oh, was ist das? War ich das? So Wächter können einem fast ein bisschen leid tun. Was war das? Also hier sieht es schon sehr Fantasy-mäßig aus. Ich frage mich, was das hier mal war. Nein, Anamale, du kannst nicht jedem Symbol nachrennen. Schwer und durchschlagskräftig. Schon wieder ein toter Wächter. Ich brauche, glaube ich, bald wieder einen Händler. Schwäche Feuer, Stärke Eis. Schwäche Feuer, Stärke Eis. Na, da war doch gerade was. Schnabel, Schwäche. Ah, okay. Aber mit dem wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Da vorne ist das nächste Lagerfeuer. Okay, hier haben wir... der Panzer oder sowas. Also die USA muss von einem mächtigen, mächtigen Krieg zerrüttet worden sein. Oder zumindest getroffen. So viel zum Thema Sicherheit. Was oder wer kämpft dagegen was oder wen? Weil da war doch gerade ein Achso, das sind Karja. Wenigstens kämpfe ich hier nicht mehr ganz alleine. Dein Ernst, oder?
ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Mir ist langweilig. Langweilig vor Langeweile. Mir ist langweilig von deinem... Euch ist langweilig? Ich hätte da draußen ein paar nette Plünderer für euch. Was denn? Ist doch schon wieder alles vorbei. Aber hatte ich nicht irgendwas anderes getötet? Achso, kann die nicht nehmen. Ah, okay. Hier gefällt es mir. Ich glaube, ich gehe hier leveln. So, haben die in diesem mickrigen Außenposten einen Händler? Gott, ist der kleine Arsch schnell. War das nicht was, das ich gebraucht habe? Jawohl. Ich habe eine Plündererleiche übersehen. Wie konnte das denn passieren? Ich habe auch nicht dabei geholfen oder so.
Für das Sonnenreich, für Meridian. Ich sollte vielleicht endlich in diese Scheiß... ich sollte vielleicht endlich in diese Scheiß vorgehen. Das brauche ich später noch. Ja. Boah, Zünder habe ich inzwischen auch ohne Ende. Fremder. Ja, ich plündere eure Leichen. Was dagegen? Für mich. Okay. Nochmal. Wir sollten vielleicht mal ins Vorschauen. In den einsamen Fels. Halt, Fremde! Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Ah, hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Was? Ja. Scheint es ernst zu meinen. Ah! Wenn wir uns nicht wehren, sind wir erledigt. Du. Lass mich nicht sterben. Das Wort des Mannes. Davon werde ich mich nicht erholen. Ich schaffe es vielleicht nicht. Na gut. Mal sehen, was Said hier draußen versteckt. Dieser kleine Pisser. Auf dem Wagen sind Ketten. Nicht nur Ketten, Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert.